Hallo Enjoyers und willkommen zurück Enjoy Card 7. zu der wenige zu der Non-Gamer. Oder nein, ich bin der Non-Gamer. Du Also I bist guess nicht es ein ist die Gamer. Gamer-Kategorie. Wen spiele ich denn überhaupt? Letztes Mal habe ich ja Baby Rosalina genommen, aber ich Du. hatte halt so ein Dingsbums genommen mit Outside Drift. Ich nehme nicht Village Hack, oder? Ich weiß es nicht. Wen habe ich früher mal genommen? Ich glaube, ich habe irgendwie Baby Mario genommen oder sowas, Du hast ne? Toad und Shy Guy. Du hast den pinken Shy Guy genommen, glaube ich. Actually, you know what? Wir nehmen Shy. Wo ist Shy? Genau Da. da. Du könntest auch Birdo nehmen. Nee. Du hast Birdo noch gar nicht probiert. Das ist richtig. Drück doch mal Oh, ich dachte, ich hättest du mir leid. A. Eventuell nehme ich einfach das Bike. Sonst Ich würde nehme ich jetzt meinen halt. Roller. Ich würde halt irgendwie einen Kart nehmen, aber das Ding ist, ich weiß halt nicht, ob die Outside Drift haben oder nicht. Ich weiß, das Teil. Hat Outside Drift. Das war Outside Drift, ne? Und das will ich Dann auf müsste es ja so ein gar keinen anderes Fall sein. Also kannst du nehmen. einfach Symbol gucken, oder? Oder gibt es nur einen Typ von Card? Ja, gibt nur einen Typ von Card. Das ist ja dumm. Aua. Ich glaube, den habe ich früher genommen, aber es kann eventuell sein, dass der schlimm ist. Was für ein Quatsch. Honestly, ich nehme einfach das. Das gleiche wie immer. Ich glaube, das ist legitim genau das, was du damals auch gefahren bist. Ich glaube, ich hatte ein Okay. anderes Card. Weil ich habe ein Card genommen und kein Bike. Es wird Zeit zu versagen und dabei die Strecken zu evaluieren. Ja. Ich Ich muss gerade noch überlegen, womit ich damit einen Wortwitz mache. weiß eigentlich, was ich machen möchte. Das Problem ist, mir fällt nur eine Sache dazu ein und die finde ich nicht, die möchte ich nicht Ja, sagen. das habe ich. Ich glaube, wir hatten genau den Ja. gleichen Gedankengang. Was für Evas gibt es denn noch? Okay, wir hatten den gleichen. Oh mein Gott, es war CCM schnell. Ich musste gerade auch erstmal den Schalter im Gehirn umklappen, nach dem Motto: Ach ja, jetzt ist es ja plötzlich Ja, schlimm. muss mich ein bisschen konzentrieren. Oh, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ich glaube, diese beiden Cups sind ein 200 ganz böse, kann das sein? Ich habe bei der. Speaking of Cup, ich will noch hier das Cooper Cup haben. Das ist eine coole Strecke, stimmt. Das ist eine insane Strecke. Ich habe bei der Arbeit eine Kollegin, die Eva heißt, aber das zählt nicht, oder? Oh, mein Gott! Ja, moin, Meister. Alter, Flensburg-Strecke? Oh mein Gott. Warum Flensburg? Werner? Ist das da oben eigentlich ein Schiff oder ein Wal? Safe ein Wal. Also die Niederlande sind ja berühmt für ihren Walfang. Schweinswal. Außerdem haben sich doch so oft verirren sich irgendwelche Wale irgendwohin. Warum nicht auch nach Amsterdam? Der hat keine Wahl. Tun. Haifisch, das wollen wir tun, Fisch. Du hast die Walfisch. Warte mal. Nee, es war übrigens so eine Kracht und keine. Oh, kann man nicht, nee, kann man nicht, da sind Wände. Oh, Scheiße. Was sind diese? Ich vergesse immer, dass da so eine noch eine Kurve ist. Ich wurde so dreist geschubst schon wieder. Nein, ich muss in die andere Richtung! Ich bin ein Leuchtgesicht! Like, der einzige Grund, warum Ja! ich nicht gewonnen habe, ist, weil da nach der einen Kurve direkt noch eine Kurve kam, die ich wieder nicht erwartet habe. Da bin ich auch letztes Mal wieder in die Wand gefahren. Ich tue schon wieder Dinge. Dabei bin ich gar kein Wanderzirkus. Und ich bin auch nicht Wander von Cosmo und Wander. Und ich bin auch nicht. Keine Ahnung. War's das? Ich weiß es nicht, ich sag Bescheid. Ich bin kein Magic One. Amsterdam auf einer Skala von 1 bis 10, bevor wir es vergessen. Keine Ahnung, 7. 7? Actually wegen der Schwierigkeit vielleicht noch ein bisschen höher. Aber aktuell Krass. tendiere ich eher dazu, es wegen der Schwierigkeit down zu raten, weil Okay. ich gerade mehrfach hops genommen wurde davon. Ich war auch bei so einer 8, finde ich interessant, dass du das eben nicht siehst, obwohl ich ja eigentlich meinte, ich finde die cool und du warst eigentlich gar nicht so begeistert. Das überrascht mich Ja, es ist jetzt ja auch doch. keine Wuhu-Strecke. Nein, warum gehst da? Warum ist da keine Wand, in die man fahren kann? Warum stirbt man da direkt? Ich weiß jetzt, wie du dich früher mal gefühlt hast, als ich nur so einen Quatsch erzählt habe, ohne Ende. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, nee, ist klar, wie viele grüne Panzer denn noch? Löscht euch, ehrlich. Ich habe kein Item bekommen. Ich bin erster. Wird nicht mehr lange. Oh mein Gott, ja. Ich hatte recht. Gönn mir ein Doppel-Ei. Du freche Pflanze! Ja,
Nee, ich also... Ich habe es irgendwie wieder nach vorne geschafft. Der Trick ist nicht runterzufallen. Hier passiert so viel. Weil runterzufallen musst du auf dieser Strecke erstmal schaffen. Diese Kurve ist nicht geeignet für mein Bike. Oder I guess, die muss früher driften. I don't even know. Es passiert so viel Quatsch. Ich hasse alles. Ich habe Schmerzen. Bro, der schießt einfach einen Grün nach hinten und trifft. Auf 10 Meilen Entfernung. Und deswegen werde ich Fünfter. Ich war Erster. Was für teuer dafür bezahlen, dass ich dieses Item bekomme. Wirklich. Ich kenne gar nicht. Hä? Was für ein Betrug. Ich war Erster und ich werde vom CPU gesniped. Ich hasse alles. Ey, ich habe eine zweistellige Punktzahl. Wie bin ich mit 11 Punkten noch so weit vorne? Ich war 9. und 7. Ich bin insgesamt 6. Hau. Das fand man sich. Wir können ja mal die Cutscene anschauen. Die haben wir bisher immer geskippt. Ja, nee, ich glaube, eben haben wir sie gar nicht so doll geskippt. Zumindest habe ich eben die Donkey Kong-Statue auch gesehen. Was sagst du zu der? Ich habe den Namen von der Strecke vergessen. Von der Riverside Park. Von Riverside Park. Ja, finde ich eigentlich ganz geil. Sieht okay aus. Ich finde die Pflanzen sehr unique. Mhm. Ja. Finde ich okay. Ja, ist mindestens eine 8,5 von 10, oder? Ah, nee, ich finde, es gibt Strecken, die viel besser sind. Die. Ja. Okay. Like, auf dem, wenn das eine 8 ist, dann sind irgendwie die Hälfte der Strecken im Game eine 10. Das finde ich halt auch. Ich finde die Streckenauswahl in dem Game wirklich sehr, sehr geil. Mike hat 7 mit den besten Strecken. Nee, nicht. Über weitem. Ich bin mittlerweile sogar so weit, dass ich sage, nicht, dass ich nicht mal mehr sage, DS hat die besten Strecken. Weil dieses Spiel hat mittlerweile halt so viele. Das Ding ist, auf 200 ist mir das scheißegal, ob ich durch den Schnee fahre. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich es schaffe, um den Schnee herumzufahren. Bro. Die Steigers auf den Skiern sind cool. Dabei bin ich gar kein Schnee. Die ganzen Eddies. Ja, moin, okay. Wohin? Ah! Ah! Nein, ich habe kein Item bekommen. Ja, Blitz in der Luft. Aber man fällt ja nicht mehr runter. Das ist richtig dummes eigentlich, aber gut. Das Schöne mit diesen Let's Plays ist, dass ich mich nicht mehr darum kümmern muss, irgendwas zu sagen, weil du dich einfach drum kümmerst. Weil ich nicht so viel aufrege. Ich kann einfach spielen, du regst dich schön auf. Ist wie früher, ist doch schön, oder? Ja, es ist wirklich wie früher. Nämlich früher bin ich richtig scheiße gefahren. Ja, und früher war meine Language eine Katastrophe. So, ich baller jetzt einfach die ganzen Items raus. Ja, stimmt. Wo ist mein Stern? Deutlich, deutlich besser geworden, seit wir aufgehört haben. Keine Ahnung. Das ist eine richtig schlimme Sprache. Armenisch. Ja, was hast du gegen Armenisch? Nix. Das ist die erste Sprache, die mir eingefallen ist. Okay, seit wir aufgehört haben, schottisches Gälisch zu sprechen, das ist alles besser geworden. Ich werde nur meinen Stern da eben geklaut, das ist so ein Mobbing. Ja, wir können ja nochmal irgendein Video machen, wo wir eine Tierlist von allen Strecken am Ende dann machen, von allen 96. Sure. Wir wollten doch eh zum... Hast du das Spiel nicht auch bei Jubiläum? 2014, Mai 2014 ist es rausgekommen. Okay. Oh, Digga, wieso fahre ich da schon wieder runter? Hallo, Lakito, kannst du mich bitte hochtragen? Danke. Mal gucken, was wir da so machen. Ich bin immer noch dafür, dass wir einen Part machen, wo wir alle rennen. Das kriegen wir hin. Vielleicht das zum Jubiläum dann oder so. Wir haben ja noch 14 Monate. Oder, was ich auch gedacht habe, was lustig wäre, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das jucken würde, dass man sowas macht. Wir fahren nochmal 8 Cups, aber wir lassen die Cups halt von irgendwelchen Leuten basteln. Also zum Beispiel, ey, Däupler, such dir 4 Rennen aus, die wir fahren. Das können wir machen, aber dann riskieren wir, dass sie gedoppelt werden. Dann müssen wir ohne zurücklegen. Stimmt, true. Das ist richtig. Also, was die Excel-Liste betrifft, verliere ich gerade massiv. Das Schlimme ist, dass ich den zweiten Cup in 150 nicht gewonnen habe. Also, true. Das ist so ein Elch. Ja, safe! Leute, ich muss hier jetzt umparken, ehrlich. Jetzt wird es ganz groß. Aber jetzt ist gar nicht DK Jungle Parkway. Dabei sind wir auch nicht in Pakistan. Nee, das ist richtig. Nee, alles gut. Was soll ich gerade sagen? Also ich glaube, das bisherige große L sind immer noch deine 19 Punkte im 200cc Pilz Cup. Ich glaube, ich schaffe es, das jetzt zu unterbieten. Oh, das ist länger passieren. Naja. Es ist aber auch wirklich unglaublich, was mir hier heute schon wieder am Widerfahren ist. Ich fahre jetzt einfach hier durch, ganz ehrlich.
nervig technisch. Ja, auf 200 bin ich deutlich mehr willing, einfach durch alles durchzufahren, ja, weil ich eh schnell bin. Ja, same. I mean, alle anderen sind schneller als ich, aber... Hä? Es fühlt sich nicht so langsam an. Alter, insane Abkürzung. Was ist da eben eigentlich wieder passiert? Oh, Gottes Willen. Ganz schlimme Dinge. Oh Gott, Dinge passieren. Ey, du bist, das ist so lächerlich. Ey, jeder kommt mir hier mit dem Kugelwilli entgegen und ballert mich weg, Alter. Ich schaffe wieder Dinge, die kein Mensch außer mir jemals geschafft hat. Das ist der Wahnsinn. Das sieht man immer gerne. Hier, fress den Blitz aber. Ja, jetzt kommt dieses fette Holz. Was ist das überhaupt? Das ist kein Holzviech. Es ist, ich hab's nicht erkennen können, was das ist und rennt mich um auf jeden Fall. Ich bin kein Yoshi's Island-Konnoisseur. Irgendwas Vogelmäßiges, es war an dem Ei. Noch ein Wii U-Game, das ich noch brauche. Yoshi's Woolly World. Das sollten wir damals eigentlich auch let's playen. Ja, so wie Sonic und Mario bei einem Olympischen Spiel. Bra-Moment. Ich werd wirklich letzter an diesem Mann, das ist unglaublich. Wenigstens kriegst du noch den einen Pity Point. Da kriegst du noch einen. Aber du bist gar nicht Pity Piranha. Die Musik ist so, like, imagine du bist 12, da musst du diese Musik hören, während du deine Dingsbums. Ja, ich hab's geschafft zu unterbieten, ich hab 18 Punkte, klasse. Danke. Glückwunsch. Ich hab nicht mal mehr einen Stern. Ja, was lernen wir daraus? Wir fahren nicht mehr diesen Roller, der ist scheiße. Das wird sein. Also der hat halt geistesgestört, das Outside Drift und das kann ich nicht. Ja. Naja. Live and learn. Ja. Wo habe ich versagt? Ich glaube, ja, in Amsterdam bin ich in eine Wand gefahren und irgendwo anders wurde ich gesniped. Ach ja, genau, in der zweiten Strecke wurde ich richtig hart gesniped vom CPU. Und das war schon so ein Trickshot, da muss ich dem CPU auch Props geben, also da wurde ich verdient Dritter. Naja, so viel dazu. Wenigstens hast du nicht 8 Punkte wie Villager. Ja. Das Minimum ist ja 4 Punkte, ne? Ja. Challenge accept. Nächstes Mal schaffen wir die 3 Punkte. Ja.